Herzlich willkommen zu Metro 2033 Redux mit dem alten Mann. Und wir werden jetzt mal hier auf das E drücken. Ach, das war alles. Ich habe ein Buch genommen. Ah, ein schrecklicher Tod. Meine Kameraden sterben einer nach dem anderen und ich kann nichts tun, um sie zu retten. Ich habe sogar das Gefühl, dass sie sich selbst opfern, damit ich weiterkomme. Aber bin ich das wert? Ich wäre selbst bereit zu sterben, wenn Hunters Mission damit erledigt wäre. Aber habe ich das Recht, anderen diesen Preis zahlen zu lassen? Wer hat mir dieses Recht gegeben, wenn ich es habe? Hunter oder Gott? Oder habe ich es einfach an mich gerissen? Ich weiß es einfach. Ich weiß einfach nicht weiter. Ich glaube, das hat... Sorry, das hat Artyom jetzt selbst geschrieben. Hier kommen wir natürlich nicht rein. Ich dachte es. Lampe? Ja, ich weiß. Oh, Falle. Kann ich die Dinger denn nehmen? Nee. Mit einem Feuerzeug. Das funktioniert? Und so schnell? Kann man hier noch rein? Ich würde ja gerne hier mal reinschauen. Ich muss hier reinschauen. Ach so, und ich bin nicht in die Falle gelaufen. Stellt euch das mal vor. Ausgerechnet ich. Ah, da ist eine Lampe angegangen. Das ist auch interessant. Ein Revolver mit Zielfernrohr. Wir bleiben treu. Hier war ein Kampf. Und die Jungs haben es nicht geschafft. War wohl meine Maske etwas demolierter. Warum kriege ich eigentlich? Und die Fliegen sind hier überall. Da flackert das Licht. Solltest du mich erschrecken? Den kennen wir doch. Stand wohl so im Skript. Kann man nicht nehmen. Ich dachte, dass hier noch so ein Büchlein liegt. Es nicht. So, dann müssen wir wohl... Hier geht es aber auch gar nicht weiter. Du willst wohl hier weitergehen. Nochmal. Ja, ich weiß. Da ist noch eine Falle. Hier ist der Auslösemechanismus. Jetzt bin ich hier gleich einmal rum. Mist. Da vorne besser gucken sollen, wa? Beeil dich, Artyom. Hier ist es wirklich nicht schön. Hier müssen wir raus. Kann man da weiter? Nein. Wo soll denn das hier weitergehen? Irgendwas habe ich natürlich. Wir sehen, jetzt gehe ich hier mal. Hier bin ich doch lang gegangen. Hier ist doch kein Gang an der Seite. Und da kommen wir. Das leuchtet bloß hier aus dem... Soll ich hier rein? Tatsächlich. Ich gehe mal an das zur anderen Seite. Ach, ich brauche ja jetzt nicht mehr gucken drücken. Irgendwo wird es ja dann nachher. Wie sieht es so aus? Oh, Scheiße. Nach Babels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Ja. Draußen fährt ein realer Zug. Ich weiß, dass man das hört. Jetzt komme ich nicht mehr zurück.
Ich höre hier Glocken. Kinder. Ein Mensch. Aber wie? Komm her, schnell. Ja. Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Ah. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Und du jetzt. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst. Aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Aha. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, wir sichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Ja. Oh. Hörst du das? Scheiße! Oh, das war aber was anderes. Das waren Telepathen oder irgendwas? Irgendwas haben sie angegriffen. Aufstehen! Alle in Ordnung? Nein. Wir haben Verluste! Der hat's nicht überlebt. Wir verstecken hier in der Balken. Hier habe ich Deckung. Nun geht's denn endlich los hier. Kämpfte Feiglinge. So geht das. Benutzen wir erstmal die. Aber hierfür ist wahrscheinlich keine Munition, ne? Wieder. Ich weiß nicht, warum sie das macht. Ich will nicht die gute Munition nehmen. Da gibt es keine für. Also da stand eben Errungenschaft freigeschaltet. Halt! Hör auf zu rennen! Kriechen hier! Der ist tot. Oh, da! Nicht so dicht! Ja, ich hab nachgeladen. Oh, jetzt krieg gleich welche auf die Nase, wollte ich sagen. Drei... Schon wieder. Nusalis-Jäger. Aha.
Oh, was war das denn? Ein nosales Arsch? Nee, Rücken. Bin ich jetzt als Einziger übrig? Oh je. Wo sind die denn? Da liegt einer. Der hat aber... alle tot? Miest. Nicht gut. Ich hätte auch noch Granaten werfen können, ich Blödmann. Oh. Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation. Kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Mach ich. Viel Glück, Bruder. Mach ich alles. Selbstverständlich mache ich das. Der hat's auch hinter sich. Aber hier oben hätte man schön ballern können. Ach so. Ja, ich weiß, war nicht unbedingt nötig. Genau schauen. Ich höre doch wieder hier Viecher. Hier ist ein Buch. Alles klar. Eintrag 1. Hier fühle ich mich wie zu Hause, an der Messe. Die Leute hängen an ihrer Station genau wie wir. An ihren einfachen Heimstätten. Ihren bedeutungslosen Leben im Untergrund und die trostlose Zukunft, als wenn es für sie noch eine Rettung gäbe. Oh Mann. Entschuldigung, ich hus mal kurz. Alles umsonst. Ich kann nur hoffen, wir können nur hoffen, dass es noch einen kleinen Aufschub gibt, bevor wir alle im ewigen Schatten enden. Und trotzdem geben sie nicht auf. Ich sollte auch gehen, die Zeit wird knapp. Halt. Kann ich gut gebrauchen. Ich habe genug verballert hier. Huch, ich hänge. Ach ja. Wobei man wieder sehen kann. Halt, ich will nicht durchs Feuer gehen. Wie wichtig ist es, überall hinzugehen? Hier kann ich nichts gebrauchen. Hier waren bloß Messer. Der hat nichts. Ich könnte auch das Nachtsichtgerät aufsetzen. Bringt das hier was? Ja, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ich gehe mal hier lang. Ein erhöhter Standpunkt ist immer gut. Zwecks Übersicht. Gespeichert. Ich nehme das Ding mal ab. Mach mal die Lampe an. Das war eine Station hier. Ah, der läuft nicht mehr weg. Jedenfalls nicht so schnell. Dem fehlt ein Fuß dazu. So, ich gehe jetzt erstmal die Seite ab. Munition sammeln. Hier sind noch welche. Ich höre die. Hä? Die habe ich aber nur... Echt, das ist so ein... Das war so ein... Dingen. Ich will jetzt hier nicht so ein Medipack verschwenden. Oh! Kleines Ekelvieh. Das hat mich aber erschrocken. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich wollte hier gucken, was ist denn das hier? Das war eine Dusche. Geil. Ich gehe jetzt hier noch nicht hoch. Den haben die auch die Beine abgefressen. Warum machen die sowas? Hier was Schönes drin? Nein. Nein. Ich gucke mich jetzt erstmal hier in Ruhe um. Durchs Feuer kann man also laufen. Gut. Aber hier kommt man durch. Ja, die Station wurde überrannt. Aber sowas von.
Ich nehme mal lieber die. Ganz ruhig, ganz ruhig. Da kriechen sie lang. Ich mache euch alle... Aua! Bringt euch alle um, ihr Schweine hier. Genau vom Loch erschießen, dann kommt da keiner mehr raus. Wo bist du? Ah, die kommen von da unten raus. Oh nee, hier komme ich nicht weiter. Habe ich dich schon durchsucht? Ah, du hattest Hundemurmel. Au. Au. Oh, ich wollte nachladen. Warte. Jetzt kann ich dich erschießen. Mhm. Oh, Medipacks habe ich genug. Anscheinend. Wir werden das hier mal richtig durchsuchen. Hat mir ja eh nichts anderes übrig. Ich kenne den weißen Ausgang nämlich nicht. Ah, hier war was. Hört sich an wie so eine Gaslampe hier. Hier haben sie die Ausgänge verbarrikadiert. Es ist ja auch mal interessant, das frage ich, habe ich mich schon damals gleich beim ersten Teil gefragt und jetzt auch hier im zweiten, wie die ihre Atemluft, die müssen ja Filteranlagen gehabt haben, aber dann ist es ja sowas hier auch mies. Gehen wir hier hoch und jetzt kann ich hier hoch und jetzt kann ich hier hoch. Jetzt bin ich eine Etage höher. Ist denn hier irgendwas Geheimnisvolles, Wichtiges? Nein. Ich glaube, der Weg ist hier nicht so ganz richtig. Ah. Das ist natürlich gut. Also ich habe jetzt nicht 133 gefunden. Ich habe ein bisschen was gefunden. Und ich habe jetzt wieder 133. Aber wir müssen einen Ausgang finden. Einen Weg hinaus. Hm. Halt. Hier hat doch was aufgeblinkt. Bei ihm war es nicht. Ich hab das doch gesehen. Da. So. Hier lang. Da sollen wir hin. Lampe. Ich werde da durch müssen. Das nützt alles nichts. Ach, hier waren wir. Rückwärts kommt man hoch. Vorwärts nicht. Ach hier. Ist doch ganz einfach. Wahrscheinlich durch den vielen Rauch. Haust du ab? Schieß ihn in den Arsch. Mach dir ganz viele Anusse. Nüsse. Ich wollte mal auf die Karte gucken. Oh, soll ich ihn jetzt mit dem Feuerzeug beschmeißen oder was? Hör doch mal auf damit. Ist ja lästig. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Ist hier noch was?
Au! Haut er wieder ab! Kann man mit einer Schrotflinte daneben schießen. Au! So. Oh. Die Zeit... Au! Die Zeit sagt, ich soll aufhören. Wurden hier aber richtig unterwandert. Nein. Oh, hier geht's noch weiter. Hier sind vier Bücher. Ich höre doch hier nicht so auf. Das habe ich noch gehört. Ich gucke auch nur nach Büchern, ich gebe zu. Da hinten? Der hat Musik gemacht. War der DJ? Der lebt noch. Hier nicht hoch. Ich höre hier was trappeln. Aber ich finde keine Bücher mehr. Kacke. Halt. Blödes Vieh. Ah, ich mache mal hier eine Pause. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann, Freunde. Tschüss. Ruhe.